So eine Unternehmensnachfolge ist aus einer Menge an Gründen eine ziemlich aufregende Sache. Vieles verändert sich, neue Strukturen entstehen, manchmal wird auch ziemlich viel über den Haufen geworfen und kein Wunder. Denken hier viele erstmal nicht an das Thema Steuern. Aber genau hier versteckt sich eben der Teufel im Detail, weil wenn so eine Nachfolge nicht gut vorbereitet wird und nicht richtig steuerlich durchdacht wird, dann kann die eine Menge Steuern auslösen und es ist nicht zu unterschätzen. Und unter Umständen kann das sogar beiden Parteien den Kragen kosten. Deshalb erkläre ich in diesem Video, worauf man eben bei der Unternehmensnachfolge achten sollte. Um nicht in diese Steuerfallen zu geraten. Wenn wir jetzt uns das Thema Unternehmensnachfolge anschauen, unterscheiden wir grundsätzlich mal zwei Fälle. Das eine ist, wenn ich ein Unternehmen habe und will es innerhalb der Familie nachfolgen lassen. Das heißt, ich habe innerhalb der Familie Leute, die einsteigen wollen. Ja, die nächste Generation zum Beispiel, Kinder, Enkelkinder und so weiter, die mithelfen wollen. Und demgegenüber habe ich aber den Fall, dass ich sage, nein, ich hab entweder niemanden aus der Familie oder ich möchte es nicht, sondern ich möchte an einen Dritten verkaufen. Klassischerweise ist das ein Investor in den allermeisten Fällen. Es kann aber natürlich auch sein, dass es das einfach ein anderer Unternehmer ist, der in der gleichen Branche tätig ist, der meine Firma sozusagen, ich nenne es mal schlucken möchte. Und eben davon profitieren möchte, dass er sein Geschäft dadurch ein bisschen erweitert. Und diese zwei Fälle müssen wir natürlich auch steuerlich unterscheiden, weil auf diesen beiden Fällen steuerlich ein unterschiedlicher Fokus lastet. Welche Steuern können anfallen? Wenn wir uns jetzt das Familienszenario anschauen, dann ist es ja oft so, dass wir unseren Kindern nicht das Unternehmen gegen Entgelt verkaufen wollen oder vielleicht nur zum Teil oder vergünstigt überlassen wollen und dann haben wir natürlich auch einen Teil, der geschenkt wird. Das heißt, wir haben hier nicht nur das Thema, wenn ich etwas veräußere, dass dann auf der Veräußererseite Ertragsteuer anfällt, also zum Beispiel Einkommensteuer oder auch Körperschaftsteuer oder auch Gewerbesteuer, je nach Fall, je nachdem welche Gestaltung ich wähle, sondern wir haben es auch mit Schenkungssteuer zu tun oder im schlimmsten Fall, wenn man abgelebt ist, mit Erbschaftssteuer. Und hier haben wir natürlich die berühmten Freibeträge am Laufen. Das heißt, wir müssen einfach schauen, entweder, dass wir die Unternehmen so bewertet bekommen oder auch von den möglichen Bewertungsabschlägen für Betriebsvermögen, die es ja zum Beispiel bei der Erbschaft und Schenkungssteuer gibt dass wir da in einen Rahmen fallen, wo der zu versteuernde Teil dann eben schenkungssteuerfrei ist. Oder wir müssen vielleicht in mehreren Etappen übertragen. Oder wir müssen uns einfach in Rechtsformen bewegen, die mit Erbschafts- und Schenkungssteuern nicht belastet sind. Und das sind typischerweise zum Beispiel Genossenschaften und Familienstiftungen. Das heißt, wenn wir uns genügend Zeit vorbereiten, um die Struktur und das steuerliche Setup so vorzubereiten, dass auch wenn es vielleicht ein bisschen größeren Umfang hat, das Unternehmen, dass trotzdem keine Steuern entstehen sollen, dann müssen wir diese Schritte hin zur Genossenschaft, hin zur Familienstiftung gehen, weil ansonsten haben wir zwangsläufig bei Überschreitung der Freibeträge einfach eine unnötige Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer, die dabei anfällt. Wenn wir uns jetzt aber im entgeltlichen Bereich bewegen, also wir verkaufen die Firma an einen Dritten, dann haben wir es in der Regel mit Ertragssteuern zu tun, die wir als Veräußerer bezahlen müssen, weil es ist nämlich der Kaufpreis, also der Veräußerungspreis, abzüglich unseres Betriebsvermögens oder abzüglich eben den, was wir in den Büchern stehen haben als Veräußerungsgewinn zu versteuern. Und auch hier gibt es verschiedene Rechtsformen, die natürlich entweder mehr oder weniger Steuern auslösen. Wenn du dir zum Beispiel mal ein Einzelunternehmen anschaust, dann bist du natürlich da voll in der Einkommenssteuer und im privaten Steuersatz, wenn du das Einzelunternehmen verkaufst. So ähnlich ist es, wenn du im Privatvermögen GmbH-Anteile hältst. Das heißt, wenn du im Privatvermögen gehaltene GmbH Anteile an einen Investor verkaufst, dann hast du auch hier die Situation, dass 60 davon mit dem persönlichen Steuersatz, also 60 des Veräußerungsgewinns mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern ist. Und Veräußerungsgewinn ist in dem Fall tatsächlich das, was du bekommst als Kaufpreis abzüglich dem, was du für deine GmbH-Anteile bezahlt hast. Und wenn du die zum Beispiel selbst gegründet hast mit 25.000 Euro Stammkapital, dann ist eben fast der ganze Betrag, den du von dem Investor bekommst, privat mit 60% zu versteuern mal deinem persönlichen Steuersatz und das kann auch ganz schön teuer werden. Deswegen lohnt es sich hier frühzeitig in die Situation zu gehen, dass man eine Holdingstruktur aufgebaut hat und das muss nicht immer die klassische GmbH-Holdingstruktur sein. Die ist natürlich schon mal gut, ja, dass man sagt, ich ähm, installiere Notfalls auch nachträglich eben eine Holding GmbH darüber, so dass ich von dem Schachtelprivileg Gebrauch machen kann. Das heißt, dass die Gelder, die von einem Investor als Kaufpreis an meine Holding bezahlt werden für die GmbH Anteile, eben nicht mit privater Einkommensteuer belastet werden, sondern dass die steuerfrei gestellt werden können mit einem fiktiven äh, zu versteuernden Minibetrag und im Endeffekt 1,5 Steuern nur auf diesen ganzen Veräußerungspreis. Beziehungsweise Veräußerungsgewinn anfallen. Das heißt, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Unterschied. Das kann sechs- bis siebenstellige Beträge an Steuern ausmachen für dich. Deswegen scheue nicht die Strukturkosten einer zusätzlichen Holding GmbH, zumal es auch hier Hacks gibt, wie du die Strukturkosten überkompensiert bekommst durch andere Steuervorteile. Es geht mir nur darum, dass du einfach diesen langfristigen Aspekt siehst und als Holding können auch andere Unternehmensformen herhalten. Auch hier sei wieder gesagt in Richtung Genossenschaft, in Richtung Familienstiftung lassen sich auch hier wunderbare Holdingstrukturen zaubern, die noch viele weitere Vorteile für dich und deine Familie haben können und auch im Bereich der Nachfolge sehr viele entscheidende Vorteile generieren können. Und zu guter Letzt lasse mich jetzt noch mal ein paar Tipps aus meinem Erfahrungsschatz mitgeben. Zum einen natürlich macht es Sinn sich Gedanken zu machen, möchte ich meine Firma irgendwann mal verkaufen und dann dementsprechend schon ganz früh anzufangen, die Firma auch wirklich verkaufsreif zu machen. Das heißt, schau, wo bist du überall noch involviert? Und was musst du letzten Endes erstmal noch an Mitarbeiter abgeben oder Prozesse dafür etablieren, dass auch wirklich jemand anders sich ins gemachte Nest in deine Firma reinsetzen kann und das Ganze so übernehmen kann und es dann auch einen entsprechenden Firmenwert hat, den es eben auch abzukaufen gilt. Weil wenn du alles selbst machst, wo ist denn da dein Firmenwert? Das heißt, das frühzeitig zu erschaffen ist neben dem steuerlichen eines der Hauptaugenmerke, die du im Bereich der Unternehmensnachfolge beachten solltest. Und dann natürlich auch die Rechtsform, weil ein Einzelunternehmen wird beispielsweise von einer Investorengruppe einfach nicht gekauft. Ja, das eignet sich mal, wenn du beispielsweise im Handwerksbereich bist oder kleine Unternehmen untereinander sich gegenseitig übernehmen, also wirklich kleine Unternehmen. Dann kann man auch mal sagen, ich übernehme jetzt mal den Nachbarn, ich kaufe ihm jetzt mal ein paar Sachen ab, ein bisschen Inventar oder sowas, ein paar Geräte, ein paar Maschinen, ein paar Fahrzeuge. Die Mitarbeiter übernehme ich auch, dann mache ich eine Abstandszahlung und gut. aber davon, Rede ich ja nicht. Und das ist ja auch nicht, was das Geld bringt, sondern Geld bringt dir wirklich, wenn du dein Unternehmen so attraktiv für eine Investorengruppe oder einen Investor machst, dass sie dir deine GmbH-Anteile beispielsweise abkaufen. Und das muss nicht immer sein, dass die direkt alles abkaufen, sondern es kann auch einfach sein, dass sie sagen, okay, wir steigen hier ein mit einem Anteil. Und wir integrieren dich in unsere Firmengruppe und wir sorgen erstmal im Wege der Skalierung dafür, dass da noch ein paar Synergieeffekte gehoben werden. Und wenn das funktioniert hat in ein paar Jahren, dann sind wir in der Lage, dir auch den Rest abzukaufen. Es ist eine längerfristige Geschichte, sich das Ganzen bewusst zu machen und auch zu überlegen, was habe ich denn eigentlich alles für To-Dos in diesem Fall. Also, der Investor interessiert sich in erster Linie für Anteile beispielsweise an Kapitalgesellschaften, weil er sich die auch super einverleiben kann und zum Beispiel auch im Nachhinein. Nachgang. Musst du immer ja überlegen, was macht der eigentlich mit deiner Firma im Nachgang? Es ist nicht immer gesagt, dass die Firma dann auch tatsächlich bestehen bleibt, sondern es kann eben auch sein, dass er sagt, ich möchte eine sogenannte Legal Entity Consolidation betreiben. Ich möchte also mehrere GmbHs, die ich jetzt hier im Operativen angesammelt habe, die eigentlich mehr oder weniger das Gleiche machen oder sich gut ergänzen, die möchte ich zu einer Firma verschmelzen. Und auch das geht natürlich im GmbH-Bereich besonders gut. Hier solltest du unbedingt darauf achten, dass du keine Verlustvorträge groß drinne hast, weil Verlustvorträge bei einer Übernahme von Gesellschaftsanteilen sehr, sehr hinderlich sein können und unter Umständen auch wegfallen können. Das heißt, schau, dass deine Firma auf jeden Fall Gewinne macht und schau aber auch, dass dein persönlicher Geschmack nicht unbedingt in der Firma mit drin ist, weil bei einer Unternehmensbewertung muss an Ansonsten immer geschaut werden, okay. Was, was hat denn jetzt hier, was muss jetzt seitens des Gesellschaft das noch rein oder rausgerechnet werden? Welche Beträge müssen noch angepasst werden? Sorge dafür, dass zum Beispiel die Vergütung, die du dir bezahlst, beispielsweise in deine Holding rein. Dass die fremdüblichen Grundsätzen entspricht und auch so wäre, wie du sie einem fremden Dritten, einem fremden Geschäftsführer bezahlen würdest. Das muss nicht jetzt eine steueroptimierte Vergütung sein. Es sollte aber auch nicht eine zu krasse Vergütung sein, sondern es sollte einfach das widerspiegeln, was deine Arbeit wert ist. Und dann hat auch ein Investor die Möglichkeit, sich ein viel besseres Bild darüber zu machen. Und ich empfehle auch ausdrücklich nicht, solche kosmetischen Sachen zu machen, wie zum Beispiel fiktive Rechnungen zu schreiben oder so, nur damit die G&V, also die Gewinn- und Verlustrechnung besser aussieht, weil ein aufmerksamer Investor wird sich auch deine Bilanz anschauen, wird sich die Frage stellen, warum ist denn da so ein hoher Forderungsbestand drin, der nicht bezahlt wird und so weiter und so fort. Das heißt, hör auf zu tricksen. Arbeite wenn dann mit Profis, die auch wirklich in der Lage sind, deine Firma über ein paar Jahre vielleicht auch hübsch zu machen. Oder sorge einfach selbst dafür, dass du eine schöne, transparente, florierende Firma zeigen kannst. Am besten eben in einer weitergabefähigen Rechtsform. In anderen Bereichen, zum Beispiel auch im Immobilienbereich, kann es sogar von Vorteil sein, wenn der Käufer nicht den GmbH-Anteil kauft. Sondern das Asset kauft, weil es selbst das Asset dann besser abschreiben kann. Also auch hier solltest du nicht auf Biegen und Brechen versuchen, Geschäftsanteile deiner GmbH beispielsweise an den Mann oder an die Frau zu bringen, sondern da kann es auch mal Sinn machen, zu überlegen, ein bestimmtes Asset oder mehrere Assets an den Markt zu stellen, damit Investoren genau für diese Sache dann auch wirklich bereit sind, entsprechendes Geld zu bezahlen. Und dann hast du halt unter Umständen eine leere Hülle, die du zurückbehalten hast und die du dann auch liquidieren musst. Aber es kann wirklich in manchen Fällen äh, total Sinn machen, das so zu machen, hatte ich jetzt auch schon in der Vergangenheit, wo man eigentlich gedacht hat, na ja, ich habe doch jetzt hier eine GmbH, da kann ich doch die veräußern. Für einen Käufer ist es wirklich nicht immer das Attraktivste und auch solche Veräußerungsprozesse ziehen sich über Jahre. Das heißt, sei auch wirklich bereit, diesen ganzen Prozess mitzugehen, dann hast du am meisten Vergütung daraus. Und um noch mal auf den familiären Bereich zurückzukommen, da lohnt es sich wirklich schnell und zeitnah in gewisse Rechtsformen, wie zum Beispiel Genossenschaften und Familienstiftungen, überzugehen, damit du auch da die maximalen Vorteile für deine Familie jetzt schon rausholen kannst und auch bei Übergabesituationen maximal flexibel bist, minimales Risiko eingehst, maximale Freiheiten auch irgendwo hast und du als derjenige, der diese Firma erschaffen hat, auch sicher sein kann, dass du... In einer bestimmten Art und Weise auch weiterhin die maximale Kontrolle darüber ausüben kannst, zumindest solange du das möchtest. Und anschließend hast du aber die Sicherheit, dass dein Vermögen, dein Firmenvermögen, so abgesichert ist, auch vor dem Zugriff des Staates, beispielsweise, auch steuerlich, auch vermögenssteuerlich, aber auch durch ähm, abgesichert ist durch Zugriffe von Dritten. Also beispielsweise, wenn im privaten Bereich bei euch irgendwas passieren sollte, kann alles Mögliche sein, dass man für irgendwas einen Schaden ersetzen muss oder zur Rechenschaft gezogen wird, für irgendwas Schulden hat. Und dann sollte trotzdem dein Familienvermögen, das, was du aufgebaut hast, dein Firmenvermögen, das sollte so weit abgesichert sein, dass da dir und deiner Familie auch nichts passieren kann. Und das erreichst du eben über, ja, diese speziellen Rechtsformen. Wenn du jetzt sagst, das interessiert mich dazu, möchte ich unbedingt mehr wissen und auch, wie du das für dich konkret nutzen kannst, dann hol dir doch einfach ein kostenloses Erstgespräch. Link dazu findest du in der Videobeschreibung und dann schauen wir einfach mal, ob und was genau wir für dich tun können an der Stelle. Wir freuen uns auf dich. Bis dann.